Hallo, in diesem Video will ich zeigen, wie man sich das Majorantenkriterium und das Minorantenkriterium für Reihen bildlich vorstellen kann. Dafür einmal kurz vorweg, das Majorantenkriterium hat ja was mit einem Betrag, also einem Absolutwert zu tun. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich einen Betrag habe, also sagen wir der Betrag von x und hier ist der Nullpunkt, dann stelle ich mir das immer so vor, als ob da so ein Kreis drum ist, weil der Betrag gibt ja die Entfernung zum Nullpunkt an, also quasi so eine Art Radius. Und wer irgendwann mal mit komplexen Zahlen arbeitet, dann hat man ja hier noch die y-Achse nach oben. Dann passt nämlich diese Vorstellung immer noch, weil dann geht es halt nur noch eine Dimension weiter nach oben oder eben unten. Aber die Vorstellung bleibt. So, aber dann wollen wir uns damit gar nicht weiter aufhalten, sondern gehen direkt zum Majorantenkriterium. Ich habe es mal hier grob hingeschrieben. Wenn ich also irgendeine Reihe habe, also so eine Reihe hier, und ich finde quasi eine andere, die eigentlich immer größer, oder deren Folge, dieses bn, deren Folge eigentlich immer größer ist als das an aus unserer Reihe, und das bn auch noch konvergent ist, dann ist die Reihe an wohl auch konvergent. Also wenn das bn, Entschuldigung, wenn die Reihe von bn konvergent ist. Und natürlich war das so, wenn bn größer als, größer gleich an ist. So, das waren jetzt Folgen auf Basis von Formeln, die uns nicht interessieren. Und das ist meine entsprechende Vorstellung dazu. Ich stelle mir das so vor, so wie ich das eben gezeigt habe. Man hat hier also eine Folge, Achtung, keine Reihe. Wir haben hier diese Folge an. Das ist das hier. Deswegen habe ich so einen Kreis gemalt mit so einem Radius. Und wir haben hier unsere Folge bn. Das ist nur so ein Strich. Ist ja kein Betrag. Und um das Ganze ein bisschen zu animieren, habe ich mir das mal so gemacht. Und so kann man sich, finde ich, das ganz gut vorstellen. Und zwar, das a bleibt immer vor dem bn. Also das an. Und wenn jetzt durch dieses bn hier die Reihe bn hier oben konvergent ist und an ja kleiner ist auf jeden Fall als dieses bn, also quasi davon eingegrenzt wird hier. Das wird niemals darüber hinausgehen. Oder zumindest fast nie, steht hier. Was so viel heißt für, es gibt eine bestimmte Anzahl, die kann es darüber hinausgehen, aber im Unendlichen, aufs Unendliche gerechnet, es gibt immer noch unendlich, die eben genau diese Bedingung hier erfüllen. Dann ist natürlich die Reihe von an auch konvergent. Weil es ist ja immer kleiner als bn und bn ist ja schon konvergent. Um das Ganze als ein Bild festzuhalten, ich habe dieses tolle Bild hier bei mir selbst in Anki gemacht. Wer sich kopieren möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Wer sich nur angucken möchte und ignorieren möchte, ist dazu auch herzlich eingeladen. Das Ganze. So, dann kommen wir doch mal zum Minorantenkriterium. Hier gibt es keinen Betrag, deswegen haben wir hier nur zwei Striche. Ich lasse auch einfach mal die Animation abfahren. Was man jetzt hier gesehen hat, dieses bn, die Folge bn, drückt die Folge an so nach rechts. Und wenn ich jetzt diese Folge bn als eine Reihe betrachte, oder in Form einer Reihe betrachte und gucke, okay, dieses bn in der Reihe, das ist schon divergent. Und wenn dieses an sogar größer ist, also, Entschuldigung, muss man ja mal darauf achten, was ist jetzt Reihe, was ist Folge. Wenn diese Reihe an, die wird ja größer sein, weil die Folge an ist ja schon größer als die Folge bn. Also muss natürlich an auch divergent sein. Ich finde, man kann sich das auch ganz gut so vorstellen hier, dass das an kein Strich ist, sondern so ein kleines Männchen hier, was versucht, das bn wegzudrücken. Aber das bn hat halt einfach mehr Kraft und schiebt das an immer weiter. Und da bleibt der passenden Reihe zur Folge an nichts anderes übrig, als einfach divergent zu sein. Ja, und das war's auch schon.